Die Firma Two Trees hat mich gebeten, deren TS2 20 Watt Diodenlaser zu testen. Und ich habe gesagt, ja, klar, mache ich gerne. Und kurze Zeit später hatte ich dann auch entsprechend mehrere Pakete, nicht nur mit dem Laser, sondern auch ein bisschen Zubehör, einem kleinen Kompressor und allem drum und dran auf der Türschwelle stehen. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich das Ganze aufgebaut habe, welche Materialien das Ganze entsprechend bearbeiten kann, welche Vor- und welche Nachteile der Laser hat und wie man den in Lightburn einrichtet. Und am Ende gibt es nochmal einen exklusiven Rabattcode für euch, also dranbleiben lohnt sich. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Mekorama.de. Aufgebaut ist das ganze Teil eigentlich relativ schnell. Ich habe jetzt im Stream circa 2 Stunden gebraucht, weil ich sehr viel geredet und erklärt habe, natürlich noch ein Intro hatte und. Wenn ihr das zu Hause macht, geht das natürlich deutlich schneller, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber im Grunde genommen ist der Aufbau relativ straightforward. Man bekommt diesen Laser, diesen Engraver quasi in mehreren Boxen. Die sind alle dann entsprechend in einer großen Kiste verpackt. Und da sind dann in jeder Box verschiedene Module drin. Hier zum Beispiel mal das Heckteil von der X-Achse und einmal das Frontteil von der X-Achse, wo dann auch das Mainboard und der Ein-Ausschalter dran montiert sind. Dann bekommt man hier einmal eine Box, wo die Y-Achsen dran sind und die X-Achse verbaut ist und nochmal der Laser mit drin ist. Und die muss man im Prinzip nur nochmal zusammenstecken, zusammenschrauben und schon ist das Ding quasi fertig aufgebaut. Da ist kein Hexenwerk hinten dran, alles andere ist vormontiert. Die ganzen Pullis, die Motoren, alles drum und dran sind eigentlich vormontiert, bis auf die X-Achse. Der Motor hier muss separat nochmal angeschraubt werden, das ist aber auch kein Hexenwerk, da sind 4 Schrauben mit dabei. Und es ist alles wirklich wunderbar beschriftet von den Päckchen her, wo die Schrauben drin kommen. Da steht wunderbar drauf, das ist die und die Größe, die und die Anzahl, also da braucht ihr euch keinen Kopf zu machen. Die Anleitung ist auch, muss ich sagen, wirklich schön gebaut. Also die ist außen mit so einem schönen Hochglanzdruck und innen auch mit farbigen Bildern. Also auch hier von Lightburn und Co., wie die das alles eingerichtet haben. Ist also wirklich gut gemacht. Es ist überall beschrieben, welche Schrauben ihr wann wo braucht und wo sie hingehören. Das ist alles farblich markiert. Also muss ich sagen, so wünsche ich mir das eigentlich auch von anderen Druckerherstellern, die dann ihre Drucker an die Kunden rausschicken, dass das auf dem Niveau gemacht ist. Das ist das gleiche Niveau, würde ich schon fast sagen, wie bei Prusa. Muss ich sagen, gefällt mir richtig gut und bin ich echt beeindruckt gewesen. Wovon ich auch noch beeindruckt gewesen war, waren diese Teile hier. Auch die ganzen Pullis und die Kupplung hier vorne, die sind alle so wunderbar rot eloxiert. Da würde ich mir wünschen, dass auch andere Hersteller dem Trend aufsetzen und sagen, okay, wir bauen nochmal die Pullis in Rot oder die Kupplungen entsprechend in einer verschiedenen Farbe, dass man dann sagen kann, okay, man hat auch mal ein bisschen Farbe im Drucker drin und nicht immer nur das Schwarz-Silber. Das würde ich mir echt wünschen, dass das der ein oder andere Hersteller macht. Ich weiß, ich glaube, Creality Ender 3 V2 Neo oder so in Richtung bietet das mittlerweile an, dass die halt entsprechend da auch so ein paar rot eloxierte Teile mit dabei haben. Aber hier ist wirklich alles aus Metall. Außer hier der einen Ausschalter und halt hier dieser Piepser für den Rauchmelder. Ist auch das Gehäuse von dem Mainboard, ist, so wie ich das sehen kann, aus Metall. Also Verarbeitung ist wirklich gut. Einzig und allein die Kabelkette. Aber ey, kommt Leute, das muss man denen wirklich geben. Die Kabelkette, ja, die habe ich selbst bei meinem Voron. Eine gute Igos-Kabelkette. Ja, und die ist auch gut, muss ich sagen. Ich sehe, dass man hier die einzelnen Glieder entsprechend öffnen kann, dass man die Kabel wirklich wunderschön reinlegen kann. Das heißt also, das ist alles wunderschön gemacht und ja, ist auch wirklich gut verarbeitet, muss man einfach so sagen. Von der Größe her, von den Specs her, also wie schon gesagt, das sind 20 Watt Diodenlaser im UV-Bereich. Und von der Größe her, von der Arbeitsfläche her, kann der, wie heißt das, 410 mal 410 abfahren. Die Skala ist hier ein bisschen größer, aber man hat natürlich noch ein bisschen Spiel, weil der Laser halt hier deutlich weiter vorne dran sitzt. Deswegen, man kommt auch nicht bis ganz vorne hin. Das heißt also insgesamt 410 mal 410 mm hat man Platz. Hier ist nochmal eine wunderschöne, das wurde mir auch mitgeliefert, so eine wunderschöne Wabenstrukturplatte mit einer Metallplatte, die man unten drunter packen kann, damit man nicht einfach durchlasert, aus Versehen, ja. Wurde mir auch mitgeliefert. Dann hat man hier diese Nupsis, die man nutzen kann. Da sind so kleine Widerhaken drin, die man dann hier in die Platte einstecken kann, um dann sein Werkstück quasi hier festzuklemmen, wie ich jetzt hier mit dem einen Nupsi, dass das auch wirklich an Ort und Stelle bleibt. Ist also wirklich gut gelöst. Man bekommt ein paar Gummifüße mit unten drunter. Und die einzigste Angst, die ich so ein bisschen hatte, war, hey, wird das Ding dann mit einem Kompressor ausgeliefert? Und da ist die Antwort, nein, nicht standardmäßig. Mir hat man jetzt einen mitgeschickt, hier den von Two Trees, den kleinen, der schafft, Moment, das muss ich ablesen, jetzt muss ich ganz kurz ablesen, verzeiht es mir, 10 bis 30 Liter, also 3,3 bis 3,5
Meter pro Sekunde an Luft, ja, was er durchblasen kann. Das ist schon ganz ordentlich, das reicht aus. Und den braucht man eigentlich auch, damit solche Sachen hier schön klar definiert sind. Das heißt also, wenn man das nicht macht, hat man außen herum überall die Schmauchspuren. Das ist natürlich dann schon von Vorteil. Und ich würde euch auch raten, bestellt euch das Teil mit. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Das ist das Air-System, was die mitliefern. Das kann man auf der Webseite auswählen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genau. Ansonsten muss ich sagen, Verarbeitungsqualität, gut, okay, die haben jetzt keine Linearschienen wie beim SP5, der noch hier unten steht. Der kommt auch bald in ein Review rein. Ja, da bin ich gerade fleißig dran am Arbeiten. Hier sind halt wie beim Ender oder bei anderen Druckern noch diese Gummirollen entsprechend verbaut, was ich jetzt nicht ganz so toll finde. Aber es tut seinen Zweck. Er kann gut lasern. Er lasert schön klar, muss man sagen. Also die Objekte, die ich bis jetzt alle gelasert habe, sehen alle wunderbar aus. Und ansonsten ist das ganze Gerät von der Hardware her ziemlich gut, muss ich einfach sagen. Gehen wir mal auf den nächsten Punkt, und zwar die Software. Da habe ich jetzt, weil ich auf Mac arbeite, grundsätzlich Lightburn im Einsatz. Da gibt es natürlich noch GBRL Laser als Windows-Software, die man nutzen kann. Da ist, glaube ich, sogar eine Lizenz mit dabei. Bei Lightburn ist nur eine Testversion dabei, die man dann nutzen kann. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass bei GBRL Laser das ganz genauso schnell eingerichtet ist wie mit Lightburn. Bei Lightburn habe ich ein Profil auf der SD-Karte, die mit dem Lieferumfang dabei ist. Also hier habe ich mein ganzes Paket, da ist dann so eine kleine SD-Karte mit dabei. Da ist einfach eine Konfigurationsdatei drauf, die lade ich in Lightburn rein. Da kann ich einfach sagen, okay, neuen Drucker hinzu oder neuen Laser hinzufügen, neuen Engraver hinzufügen. Und dann kann ich sagen, importieren und wähle mir diese Konfigurationsdatei aus. Und schon habe ich quasi einen vorkonfigurierten Engraver direkt in Lightburn drin. Wenn wir schon gerade bei Lightburn sind, möchte ich nochmal gerade den Punkt ansprechen, wie ich es denn hinbekomme. Das habe ich am Anfang so ein bisschen das Problem gehabt, dass das Ganze dann genau mittig ist und dass ich den, naja, den Arbeitsbereich, den eigentlichen wirklichen Arbeitsbereich, wo ich ausfräsen möchte halt entsprechend oder gravieren möchte, wie ich das dann entsprechend rausfinde. Und ich habe da ein bisschen rumprobiert und zum Glück hat mir Thomas weitergeholfen und hat gesagt, geh ganz einfach hin und nutze den Fire-Button. Vorher bin ich hingegangen und habe einfach den Laser auf 0,01 gestellt, dass ich also gerade so den Punkt gesehen habe und der aber sich nicht wirklich in das Material eingebrannt habe und habe dann einfach den Rahmen um das Objekt, was ich gravieren wollte, quasi abgefahren. Das kann man in Lightburn ganz gut. Da gibt es dann eine Funktion Rahmen abfahren bzw. Frame abfahren und dann fährt der quasi um das Motiv, was man gravieren möchte, quasi den Rahmen ab. Und genauso habe ich das dann gemacht, dass ich erstmal geguckt habe, dass ich grob positioniert bin. Es gibt aber noch den Fire Button. Der Fire Button ist auch in Lightburn in einem anderen Reiter versteckt. Und den könnt ihr einfach aktivieren, dann ist eine gewisse Zeit lang, ist der Laser erstmal aktiv und brennt sich auch mit einer einstellbaren, naja, Stufe entsprechend erstmal auf das Objekt ein. Das habe ich jetzt bei mir auch auf 0,05 oder 0,01 eingestellt. Und dann seht ihr quasi an dem Punkt, wo er jetzt gerade ist, wo der Laser auftrifft. Und dann könnt ihr sagen, okay, ich möchte jetzt gerne, dass der Laser an die und die Stelle fährt und könnt die einzelnen Eckpunkte oder die einzelnen Stellen, die für euch wichtig sind, abfahren. Das ist natürlich genial, so könnt ihr dann prüfen, ob dann auch wirklich alle Ecken von dem Motiv, was ihr in das Werkstück einfräsen wollt, auch wirklich auf dem Werkstück drauf sind oder ob nichts irgendwo daneben ist. Und dann funktioniert es eigentlich wirklich gut. Genau. Ansonsten gibt es für Lightburn jetzt von meiner Seite her nicht viel zu beachten. Genau das war das, was ich immer gemacht habe. Ich habe mir ein Motiv zusammengebaut, entweder in Photoshop, also Affinity Photo, was ich momentan benutze. Oder ich habe halt einfach das Schrifttool benutzt, wie jetzt hier zum Beispiel mal, wo ich das Schrifttool benutzt habe und einfach eine fertige SVG-Grafik genommen habe und beides übereinander gelegt und einfach reingepackt habe und habe das dann abgefräst. Oder ich habe ein fertiges Foto genommen, um euch das mal zu zeigen, und habe das draufgepackt. Das ist allerdings nicht das Originalfoto in dem Sinne, also ist nicht, dass ich das nicht so fotografiert hätte. Hier habe ich mich auch ein bisschen von Thomas inspirieren lassen. Da sieht man im Hintergrund so ein bisschen das Matterhorn. Das habe ich mit Photoshop reingemacht. Ja, mit Affinity Photo habe ich das reinretuschiert. Aber was ich meine mit ist nicht das Originalfoto, ist, dass ich das Foto nochmal am Schluss, als ich es rausgerechnet habe, nochmal nachbearbeitet habe mit imager.com. Ich blende euch die Domain nochmal hier unten ein. Dort könnt ihr nämlich die Bilder, die ihr gravieren wollt, nochmal explizit für den Laser Engraver quasi aufarbeiten, dass die nochmal von der Kontur her richtig rauskommen, weil ansonsten kann es sein, dass die Bilder verwaschen oder sehr schwach von dem Kontrast her sind. Ja? Also ich hatte vorher eine Version gehabt, da war hier vorne entsprechend das Gesicht von meinem Hund entsprechend so gut wie gar nicht zu sehen. Jetzt mittlerweile sieht man relativ gut, was es denn darstellen soll, und es ist auch erstmal ausreichend für mich jetzt soweit.
Genau. Gehen wir mal zu den Materialien. Ihr habt jetzt schon mal gesehen, dass da ist so eine Art Pappe, wo ich das quasi drauf graviert habe. Also es ist so wie das, was normalerweise in den Bilderrahmen so einliegt. Ich habe da so mehrere Platten mit dazu bekommen hier in dem Paket. Ich kann euch das ja mal gerade zeigen. Da habe ich mehrere von diesen Platten mit dazu bekommen. Das sind so, naja, Presspappenplatten, ja. Die habe ich mit dazu bekommen. So einige Würfel zum Testen, wo ich mal ein bisschen was ausprobieren kann. Vielleicht gehe ich da hin und mache mal für, was weiß ich, irgendein Spiel oder sowas in Richtung ein paar Würfel draus, dass man da die einzelnen Zahlen drauf graviert. Dann habe ich hier nochmal so ein kleines Paket mit so kleinen Lederbadges oder Klettbadges und nochmal ein bisschen Acryl noch dazu bekommen. Hier nochmal so Plywood nennt man das. Ah, wie heißt das nochmal? Pinienholz, ja. So kleine Plättchen als Schlüsselanhänger, auch ganz cool. Dann hier solche Karten, solche kunststoffbeschichteten Alukarten, würde ich mal behaupten. Ich weiß es nicht ganz genau, weil keine Beschreibung dabei war. Sind aber auch ganz cool. Die bekommen jetzt meine Patreonen ins Paket. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich da nichts liege. Und zwar ist hier oben, wo ich den Finger drüber habe, jetzt ein QR-Code drauf. Oder nicht ein QR-Code, sondern ein Code drauf, ein Coupon-Code für meinen Patreon, den Roger. Das geht jetzt auch nach dem Video an dich raus. Und auf der Rückseite habe ich vielen lieben Dank für deine Unterstützung, Roger. Das heißt also, diese Dinger mit einem einmaligen Code für das jeweilige Land, in welchem der Shop ansässig ist, kriegen dann die Patreonen dann auch einen kleinen Code dann entsprechend zugeschickt. Hier habe ich nochmal so ein paar Leder, naja, Badges würde ich sagen. Da kann man dann entweder hingehen, kann was ausschneiden draus und sich, was weiß ich, für ein AirTag oder für einen Schlüsselanhänger oder irgendwas in der Richtung, irgendwas gravieren. Oder man graviert das Ganze direkt so und nutzt es als Unterleger, ja, für die Tassen oder für Gläser. Und dann habe ich hier nochmal so ein paar Holzschlüsselanhänger bekommen, die auch ganz cool sind von der Idee her. Da kann man natürlich auch Adressen oder irgendwas reinpacken, die man dann als Schlüsselanhänger an seinen Schlüssel dran macht. Finde ich auch eine mega geniale Idee. Nochmal ein Smartphone-Ständer. Ich wollte schon sagen iPhone-Ständer, aber ein Smartphone-Ständer, wo ich mir überlege, ob ich da irgendein Tribal oder irgendwas drauf gravieren soll. Auch eine mega geniale Idee. Habe ich getestet, funktioniert auch noch mit meinem Gehäuse drauf, was ich auf dem iPhone habe. Und dann nochmal hier solche Metallschlüsselanhänger, da habe ich auch, ich packe das nochmal alles da kurz ein, damit wir hier die Arbeitsfläche frei haben und das nicht so vermüllt aussieht. So. Und da habe ich natürlich auch schon mal hier solche Doctags, ja, solche Schlüsselanhänger entsprechend mit meinen Kontaktdaten quasi drauf graviert, mit dem Mekorama-Logo, mit meiner E-Mail-Adresse. Einfach, dass ich das Ganze am Schlüsselbund haben kann, als eine kleine Visitenkarte. Es gibt noch ein Dog-Tag, was wirklich in so einer Art Hundeknochen ist, wo man dann die Kontaktdaten zum Beispiel für seinen Hund drauf gravieren kann. Das werde ich auch noch machen. Da kann ich auf der Rückseite auch nochmal ein Bild eingravieren. Und die Teile hier sind aus Edelstahl. Das heißt also, man kann damit Edelstahl gravieren, man kann damit Holz gravieren, Leder, wie ihr gesehen habt, Acryl, Glas, was war es noch? Keramik hat, glaube ich, der Hersteller gesagt, dass man damit gravieren kann. Also es gibt schon einige Materialien, die man damit ordentlich gravieren kann. Ich habe auch schon online gesehen, da gibt es ein paar richtig coole Ideen, was man machen kann. So Notausgangsschilder oder was weiß ich, so kleine Firmenlogos, die man hinstellen kann. Da gibt es also Ideen ohne Ende, die ich gerade habe. Eine Sache ist noch da, die ich mal gerne ausprobieren möchte demnächst, wenn ich mir eine Halterung dafür gedruckt habe. Und zwar Kaffeebecher oder Edelstahlflaschen. Ja, dass man sich Edelstahlflaschen bestellt und die quasi graviert. Das ist natürlich auch eine coole Idee. Oder was ich auch gemacht habe, da blende ich euch mal ein bisschen B-Roll ein, ist einfach eine Druckplatte, eine Pi-Platte für einen 3D-Drucker. Das heißt, wenn ihr so eine Flexplate habt für einen Drucker, wo noch kein Pi drauf ist, könnt ihr das erstmal in das Stahlblech reingravieren und macht euch dann eine Pi quasi drüber, eine Pi-Folie drüber. Und dann habt ihr immer euer Lieblingsmotiv quasi im Drucker drin. Oder ihr graviert wie Chris vom Chaos-Drucker-Kanal entsprechend vorne einfach die einzelnen Logos von euren Herstellern ein, die ihr verbaut habt, was weiß ich, von Big Tree Tag oder von Nobofill oder was weiß ich, was ihr für Material verwendet habt, könnt ihr natürlich auch vorne eingravieren. Dann habt ihr für euren Drucker, den ihr gerade benutzt oder verbaut entsprechend oder zusammenbaut, habt ihr dann die einzelnen Logos vorne drin. Ist auch eine coole Individualisierungsmöglichkeit für einen 3D-Drucker. Ich habe auch gehört, dass es möglich ist, 3D-gedruckte Objekte zu gravieren. Das habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich mich zum einen noch nicht getraut habe und zum anderen, weil ich noch nicht die Möglichkeit bekommen habe. Meine Drucker sind gerade mit vielen anderen Projekten beschäftigt, dass ich da mal die Zeit hatte, um mal schnell irgendein Objekt zu drucken, wie zum Beispiel ein Untersetzer oder so Richtung, was ich dann einfach mal gravieren kann. Aber ich habe mir sagen lassen, es funktioniert und ich habe auch schon den ein oder anderen Nupsi hier. Na,
hier den zum Beispiel mal, da sieht man, wenn man genau hinguckt, da habe ich dann aus Versehen, weil ich dieses Doc-Tag hier am Anfang nicht richtig platziert hatte, habe ich dann hier so einen Teil von meinem Namen reingraviert. Also Kunststoff geht definitiv auch, das ist auch möglich. Man muss dann nur ein bisschen aufpassen mit den Dämpfen, damit man die nicht einatmet. Und da werde ich auch nochmal gucken, dass ich für die Zukunft mir nochmal eine Einhausung baue. Das ist auch relativ einfach. Da muss ich auch wieder sagen, Thomas, ja, danke für den Anstoß, für den Denkanstoß. Ja, du hast recht. Es ist eigentlich ganz einfach. Man kann in den Baumarkt gehen, kann sich entsprechend vorher ausmessen, wie groß das Teil sein muss und sich die Platten zuschneiden lassen, ein paar, naja, Eckprofile kaufen und das Ganze dann zusammenschrauben. Mehr ist es eigentlich nicht. Vielleicht noch eine Acrylplatte oben in den Deckel rein, damit man sehen kann, wie heißt es, wo denn gerade der Engraver gerade langläuft. Ansonsten ist das eigentlich relativ straightforward von dem Gehäuse, was ich mir da bauen möchte. Wer das also nicht verpassen möchte, Kanal abonnieren, würde mich tierisch freuen, wenn ihr der Mekorama Family joint. Und dann möchte ich nochmal auf die Nachteile eingehen. Und die Nachteile sind eigentlich so ein bisschen, naja, keine wirklichen Nachteile, aber es ist mir aufgefallen, dass sich da das ein oder andere Problem schon mal so ein bisschen angekündigt hat. Und zwar, wenn ich hier mit der X-Achse oder auch mit der Y-Achse ganz nach hinten fahre und hier die Kabelketten vielleicht ein bisschen durchhängen, ja, das habe ich ein, zweimal gehabt von 30, 40 Mal, wo ich versucht habe, was zu gravieren, ja. Also es ist nicht wirklich repräsentativ, was ich jetzt da in der Hinsicht rausgefunden habe. Aber hier sind zum Beispiel an der Seite solche kleinen Halterungen für die Kabelketten, die das Ganze nach oben halten sollen. Und manchmal hängt die Kabelkette einfach durch, so wie jetzt hier. Und wenn ich dann mit der Achse darüber fahre, dann kann es sein, dass sich das ein bisschen verheddert. Hatte ich ein, zweimal gehabt, wo es dann so leicht ein bisschen gemacht hat. Und dann hat es aber wieder funktioniert und seitdem habe ich das Problem auch nicht wirklich mehr gehabt. Ja, das gleiche auf der Y-Achse. Die sind natürlich lange und nicht unterstützt auf die Dauer. Das kann natürlich dann sein, dass es da ein bisschen durchhängt. Von daher immer ein bisschen vorsichtig sein und drauf achten und nie komplett ausfahren. Ich nutze meistens sowieso nur die Platte ganz vorne an der Kante hier entsprechend und gehe dann nur auf diesen Arbeitsbereich. Da bin ich auf jeden Fall safe. Wie ich darauf gekommen bin, dass das ein Problem sein könnte, ist einfach, dass das Ganze halt mir passiert ist, als ich hier in der Ecke hier vorne was gravieren wollte und dann nochmal gesagt habe, okay, fahr mir nochmal den Rahmen ab und er auf einmal dann angefangen hat, irgendwo ganz hinten in den Anschlag zu fahren. Das ist erstmal nicht schlimm, das habe ich dann über den Notaus quasi gelöst. Das hat dann den Laser Engraver komplett quasi lahmgelegt. Aber dadurch habe ich dann auch gemerkt, okay, wenn er dann wieder versucht zurückzufahren, dass dann die Kabelkette durchhängt und dass er sich da so ein bisschen dran aufhängt. Das sind doch alles nur sporadische Fehler, die dann ein-, zweimal aufgetreten sind jetzt in der ganzen Zeit. Und ansonsten ist das Gerät eigentlich wunderbar durchgelaufen. Ich habe sonst keine Probleme gehabt. Und der letzte kleine Nachteil, wirklich kleine Mini-Nachteil, ist einfach, dass man das Gerät hier oben über den Notaus-Button ein- und ausschaltet. Das heißt also, mache ich aus, drücke ich auf den Notaus-Button drauf. Will ich das Gerät anmachen, muss ich den Notaus deaktivieren und dann geht das Gerät an. Ich hätte mir da gewünscht, dass man vielleicht noch zusätzlich so einen kleinen Kippschalter hat, mit dem man das Ganze ein- und ausmachen kann. Funktionieren tut das natürlich auch. Ja, es ist halt nur nicht so eine schicke Lösung. Da würde ich sagen, okay, vielleicht kann man das in der Zukunft noch mal ein bisschen besser, naja, umsetzen, finde ich mal. Oder vielleicht kann man irgendwie ein kleines monochromes Display noch dazu packen, dass man zumindest mal die Dateien, die auf der SD-Karte sind, auch starten kann, ohne sich jetzt das große Touch-Display zu kaufen. Und natürlich möchte man bei so einem Gerät in der Größenordnung und auch in der Preisklasse natürlich den Preis nicht zu sehr nach oben ausarten lassen. Deswegen, ich glaube, das Gerät kostet $700 und da wären wir dann auch schon bei dem Punkt, den ich euch zu Beginn des Videos versprochen habe, nämlich dem Rabattcode. Mit dem Rabattcode MDT50 könnt ihr über den Link in der Videobeschreibung $100 sparen. Das heißt also, statt $700 bezahlt ihr nur noch $600 für das Gerät. Und ich kann euch nur sagen, ja, das ist schon ziemlich genial. Ihr könnt damit auch Handyhüllen gravieren und alles andere. Und wenn ihr Ideen habt, was ihr alles machen könnt, und ja, ich habe genug Ideen, dann könnt ihr auch vielleicht das eine oder andere auf Etsy entsprechend verkaufen. Und damit wären wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Videos wie dieses hier nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert doch bitte den Kanal. Ich würde mich freuen, euch in der Mekorama Family begrüßen zu dürfen. Und ich bedanke mich natürlich auch vielmals bei meinen Patreonen, die mich sozusagen zahlreich mittlerweile unterstützen. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.